Grüß dich. Na, mein Freund. Lange nicht gesehen. Ja, doch wieder erkannt. Ja. Ich bin mal gespannt hier auf unserer Rundfahrt, was wir alles entdecken. Ja, Seppel, schön, dass du zurück bist. Danke. Und dich alle sehen, nichts vermisst. Ich weiß ja noch, meiner Anfangszeit konnte ich immer viele Fragen dir stellen, hast mir viel geholfen, wo ich jung war. Und deswegen freut es mich natürlich auch extrem, dass du wieder hier bist. Und wie ist es für dich, jetzt wieder hier zu sein? Ja, für mich ist es wie nach Hause kommen. Ich bin unglaublich froh, dass es geklappt hat. Hoffe, dass ich wieder zur alten Form finde, gesund bleibe, mit euch eine geile Rückrunde spielen kann. Ihr habt ja eine super Hinrunde gespielt. Und ja, hoffe dann am Ende, dass eine Win-Win-Situation für beide ist, sowohl für die Eintracht als auch für mich. Ja, hoffe ich natürlich auch persönlich, dass du verletzungsfrei bleibst. Wir haben ja da ein bisschen Probleme beide und von daher freue ich mich, vielleicht auch ein paar Spiele mit dir zu machen. Und freust du dich auf die Stadt Frankfurt? Hast du die Stadt vermisst? Ich habe ja damals in Frankfurt gewohnt, aber wir suchen uns jetzt, wir sind auf der Suche nach einer Wohnung in Frankfurt. Freue mich sehr auf die Stadt. Das Leben pulsiert da ja auch einfach. Eine unglaublich schöne Stadt geworden, mit schönen Ecken, sehr international. Und ja, da freue ich mich, mich da einleben zu können. Du bist ja jetzt noch nicht so lange wieder da. Von wo kommst du unter? Hast du schon irgendwas? Bist du bei der Familie? Ja, zurzeit bin ich noch bei der Familie, weil wir noch nichts gefunden haben. Sowohl die Eltern meiner Frau als auch meine Eltern kommen ja aus Südhessen. Von daher sind wir da momentan untergekommen. Und ja, einleben war deshalb nicht sehr schwer, auch wenn es jetzt erst eine kurze Zeit ist. Bin immer wieder von Dortmund nach Hause gekommen, auch von München damals. Da war es zwar noch ein bisschen weiter, aber ja, nie vergessen, wo ich herkam, und bin immer gerne in der Heimat. Sehr schön. Ja, hat sich nach deiner Meinung hier viele Sachen verändert? Ist dir irgendwas aufgefallen, was hier verbessert wurde vielleicht? Also hat sich viel verändert. Es sind immer viele da, mit denen ich noch zusammengespielt habe. Du bist einer von wenigen, mit Marco und Trappo. Da weiß ich noch, wie du damals, als du damals hochgekommen bist. Wir hatten ja Spinden nebeneinander. Und der Bart hat sich nicht verändert. Das ist eins der wenigen Sachen, die sich nicht verändert haben. Mehr geworden. Von daher, dass wir jetzt auch in den USA sind, hat sich, denke ich mal, verändert. Ihr wart letztes Jahr schon. Ihr habt wie viele andere Bundesliga-Vereine. Die Internationalisierung ist auch an der Eintracht nicht vorbeigegangen. Und ja, hier hat man Top-Bedingungen, oder? Was sagst du? Ja, ich glaube, beschweren können wir uns hier nicht. Toller Sonnenschein und super Bedingungen hier vom Kraftraum bis zum Trainingsplatz. Und ist echt. Wenn man rundherum schaut, hast du da 10 Plätze, 10 Fußballfelder, glaube ich. Gefühlt ist es ja eine Fläche wie der Frankfurter Flughafen. Ja, mit wem bist du hier auf dem Zimmer? Verstehst du dich gut mit ihm und habt ihr viel Spaß zusammen? Ja, mit Zimmer bin ich auf einem Zimmer. Den kenne ich auch schon länger, weil er auch aus Hessen kommt. Damals bei den Lilien auch gespielt hat. Und wir verstehen uns gut. Auch vieles zu quatschen. Mit ihm kann man über alles Mögliche reden, nicht nur über Fußball. Von daher macht es Spaß und bin ich auch gut aufgenommen. Hast du noch andere Interessen in deiner Freizeit, außer dich mit Fußball zu beschäftigen? Ich treffe mich gerne mit Freunden. Ansonsten spiele ich auch Golf. Hier ist ja auch ein Golfplatz direkt bei der Akademie dabei. Und vielleicht komme ich auch noch dazu, mal den Golfplatz auszuprobieren in den 10 Tagen. Und ansonsten bin ich auch öfter mal irgendwo einen Kuchen essen, einen Kaffee, gerne mal in der Stadt. Playstation. Bleibt auch nicht aus, spiele ich auch gern. Es sind schon noch einige andere Dinge, die ich habe. Sehr gut. Hast du so einen gewissen Moment, wenn du zurückdenkst, als du hier weggegangen bist, wo dich an irgendwas Schönes erinnert? Eine positive Erinnerung? Da sind sehr viele positive Erinnerungen. Vor allem der Aufstieg aus der zweiten Liga war der mit der erste. Klar war die erste Saison, als wir abgestiegen sind, auch eine Erfahrung, sehr prägend.
ja, dann der Aufstieg aus der zweiten Liga war sensationell. Und dann die darauffolgende Saison in der ersten Liga war ja einfach Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnern kannst, als wir dann gegen Wolfsburg im letzten Spiel zu Hause. Letzten paar Minuten nach dem Ausgleich machen. Und genau. So. Die Euroleague dann geschafft haben, das war ja unfassbar, phänomenal. Schöne Momente gewesen, ja. Ja. Und dann natürlich die Euroleague mit der Eintracht im Jahr drauf, als da immer so viele mitgereist sind. Du hast ja jetzt schon in der Hinrunde wieder erfahren dürfen und darauf freue ich mich auch besonders. Ja, hast ja das Glück, dass wir dieses Jahr wieder Euroleague spielen und ja, hast ja schon kurz gesagt, dass du dich riesig drauf freust. Haben ja auch einen schönen Gegner bekommen, attraktives Los und ja. Kein einfaches Los, aber ist auf jeden Fall machbar. Ja, ich auch. Golfplatz. Ja. Ich kenne dies. Kannst du gar nicht rumlaufen hier. Du brauchst eine halbe Stunde für. Schon überlegt, ob man auch irgendwelche Alligatoren hier sieht. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja, du bist aber zurzeit topfit, oder? Ja, verletzungsfrei zum Glück. Ja. Wir hatten ja beide mit unseren Knien. Die Knie halten und ja. Ja, das ist das Wichtigste. Das stimmt, die Gesundheit. A und O. Wie oft bist du eigentlich noch bei deinen Eltern in Kassel? Ja, selten. So wie es mal passt. Aber wenn wir am Wochenende spielen, dann kommst du nach Hause. Für einen Tag lohnt es sich nicht. Ja, da hast du recht. Die Eltern müssen arbeiten, der Bruder ist auch nicht da, ist ja auch hier. Und aber kommen die dich öfter besuchen? Ja, sobald die Zeit es zulässt. Aber muss auch oft arbeiten am Wochenende. Ich habe ja noch einen kleinen Bruder, bei dem gucken sie auch ein bisschen zu. Wo wohnst du jetzt eigentlich? Damals, weiß ich noch, da hast du noch im Leistungszentrum gewohnt. Jetzt in Eschersheim, aber schon länger jetzt, fünf Jahre. Okay. Ich bin schon früh raus, dann mit 16, Ende 16, 17 anfangen. Tja, wir werden alle nicht mehr jünger. Nee.